meine Lieben, da bin ich wieder, heute mal mit kleinem Gast und wollte euch da mal einen kleinen Tipp zum Thema Beikost geben. Und zwar tritt da ganz schnell mal bei vielen das Thema Verstopfung auf. Das war natürlich auch bei uns das Problem. Und es gibt da Abhilfe. Also es gibt ja, gerade wenn man Gläser füttert, so wie ich jetzt am Anfang, dass man erstmal guckt, was mögen die Kleinen und nehmen die das überhaupt an, bietet sich natürlich zuerst immer die Frühkarotte an. Das wissen ja die meisten von euch. Das sind dann auch die kleinen Gläser halt mal so zum Gucken. Und die meisten Babys nehmen das sehr gern an, weil sie halt so ein bisschen süßlich schmecken. Ich wollte natürlich gleich einen Bogen drum machen, eben wegen der Verstopfung. Aber wir haben es dann doch probiert. Natürlich hat er es auch sehr gerne gemocht. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, es schmeckt auch nicht gerade übel. Also ist so eine nette Sache. Aber gut, da ist dann natürlich schnell, dass die Verdauung dann so ein bisschen schlapp macht, der Stuhl fester wird. Das hatten wir auch ziemlich am Anfang. Boah, da hinten wird es ganz schwarz. Ja, dass der Stuhl fester wird. Und ich für meinen Teil finde, da hat was geholfen, was ja dann sowieso mit reinkommen soll. Einfach um die Kalorien etwas höher zu halten, weil die Kleinen ja dann auch mächtig wachsen und dann da auch natürlich Energie brauchen. Und zwar ist das Beikostöl. Natürlich kann man auch ein mildes Öl nehmen. Ich glaube, das ist jetzt hier ja, hauptsächlich Rapsöl. Also viele nehmen einfach das ganz normale, geschmacksneutrale Rapsöl. Hier, das ist aber jetzt ein Beikostöl. Das habe ich in der Mami-Box mit drin gehabt. Oder in einer anderen Babybox. Naja, auf jeden Fall habe ich das in so einer Box mit drin gehabt. Und das ist super. Ich habe gesehen, im DM gibt es das auch von Alnatura. Gibt es das, glaube ich, von Alnatura. Und ja, und ich denke, ganz normales Rapsöl kann man auch nehmen. Und was dann auch hilft, sind natürlich verschiedene Gemüsesorten, die auch nicht so verstopfend wirken, wie zum Beispiel Brokkoli. Kürbis, aber das mag nicht jedes Baby genauso. Pastinake ist auch so ein bisschen, finde auch ich persönlich, dass sie so einen eigenen Geschmack hat. Kohlrabi, Zucchini, Kürbis, Pastinake sind so die gängigsten und natürlich dann Brokkoli. Gläschen zum Beispiel mit Brokkoli zu finden, wer halt mit Gläschen füttern möchte, ist sehr, sehr schwer. Und auch da hat Alnatura was. Ich habe jetzt extra mal geguckt, in allen möglichen Läden, die Babynahrung anbieten, was zu finden. Und ja, bei Alnatura bin ich also fündig geworden. Wer da eben auch was sucht, dem kann ich das nur empfehlen. Was auch klar mal gemacht werden kann, dass wenn man nicht nur das Gemüse gibt, sondern auch schon Kartoffel dabei hat, auch da mal ein bisschen zu variieren. Mein Kleiner zum Beispiel habe ich letztens ausprobiert, mag sehr gerne mit Reis. Also das war Gemüserisotto, ich glaube aber Reis mit Karotten und Tomaten. Das hat er also auch sehr, 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 sehr gerne gemocht. Man kann natürlich auch auf Nudeln ausweichen. Das habe ich jetzt von Edeka, glaube ich, ist das. Und zwar ist das Sansan. Also ich kenne die Firma jetzt auch nicht so. Aber hier zum Beispiel sind so Vollkornnudeln mit Gartengemüse. Oder so gibt es also wirklich verschiedene Sachen, mit denen man dann so ein bisschen rumspielt. Hoppala. Mit denen man dann so... Du rübst da einfach frech und die Mädels gucken zu. Aber ich weiß ja, dass ihr ihn ganz gerne habt. Dann ist das nicht so schlimm, ne? Das wären so Ausweichmöglichkeiten, aber im Prinzip geht es eigentlich jetzt darum, was ich als Tipp geben wollte, halt, dass das Öl in der Beikost sehr viel dazu beiträgt, dass der Stuhlgang im wahrsten Sinne des Wortes flutscht. Also das haben wir jetzt auch gemerkt. Anfangs in den Karotten habe ich das nämlich noch nicht dazu gegeben, als dann die Kartoffeln mit dazu kamen, weil halt auch die Konsistenz etwas fester war, habe ich das dann mal ausprobiert. Da muss man auch langsam dran gewöhnen. Und das hat wirklich wunderbar geklappt. Der hatte am Anfang teilweise einen ganzen Tag keinen Stuhlgang. Ich habe schon gehört von anderen Leuten, dass es teilweise auch schon 10, 11, 12 Tage keinen Stuhlgang gab. Da sind wir ja dann schon ganz gut bedient. Und das sieht geil aus. Was wollte ich sagen? Deswegen hatte der die längste Pause zwischendrin einen Tag. Und mit dem Öl, da flutscht das 3-4 Mal am Tag. Da quengelt der nicht mehr, da ist kein Zappeln mehr, da sind keine Blähungen mehr, gar nichts. Also es hat wirklich viel geholfen. Und wer natürlich selber kochen will, kann das auch machen. Zum Beispiel 100 Gramm Gemüse nach Wahl, 50 Gramm Kartoffeln. Später, wenn dann Fleisch dazu kommt, noch 30 Gramm Fleisch. Und da ist dann halt empfohlen, einen Esslöffel Öl, also zum Beispiel Rapsöl, zu nehmen. Und das ist in meinen Augen ein bisschen viel. Also das sind dann 180 Gramm
Nahrung, die man mit diesem, ich sag mal, Grundrezept für den Brei zusammenkriegt. In den Gläsern sind 190 Gramm. Da wäre dann im Prinzip auch ein Esslöffel mindestens, was dann an Rapsöl da drauf käme. Er bekommt mittags mittlerweile ein halbes Gläschen, das isst er aber auch noch nicht auf, also immer nur so ein paar Löffelchen, wie er lustig ist. Manchmal auch gar nichts. Das entscheidet er, wann und ob er das will. Und deswegen, also ein halbes Glas und darauf mache ich einen knappen Teelöffel. Und da muss man halt wirklich immer ein bisschen schauen, aber auf jeden Fall wirkt das super toll. Und dann ist natürlich auch bei dem Obst zu schauen, es gibt natürlich Birne, die stuhlauflockernd wirken soll. Mittlerweile gibt es auch schon Birne mit Pflaume. Pflaume weiß ja jeder, auch von der Schwangerschaft her. Ja, er hat immer mal viel getrunken. Von der Schwangerschaft her, dass da Pflaume da ganz gut helfen soll. Aber wichtig ist, wenn ihr füttert, egal ob Gläschen oder selber gekocht, nehmt nicht nur Obst- und Gemüsesorten, die stuhlauflockernd sind oder wenn halt der Stuhlgang ein bisschen dünner ist, nur stuhlfestigende Sachen. Es gibt auch was hinten drauf steht bei den Gläsern zum Beispiel Stuhl regulieren. Das heißt, der festere Stuhl soll weicher werden, der weichere fester werden. Also nicht nur so einseitig, also wirklich rundrum mischen, weil das halt dauerhaft nicht gut ist, wenn man nur auflockernde Gemüsesorten nimmt oder nur festigende Gemüsesorten. Also da könnt ihr gucken. Aber wie gesagt, worum es eigentlich gehen sollte. Also mein Tipp ist wirklich, macht das mit dem Raps bzw. Beikostöl. Mischt das ein bisschen unter die Nahrung. Ich habe selber probiert, also man schmeckt da nichts. Also nicht, dass das jetzt eklig fettig oder so schmeckt. Und das klappt dann wirklich super toll mit dem Stuhlgang. Also ihr Lieben, ich hoffe, das ist euch ein kleiner Tipp. Ich, wie gesagt, habe ja auch absolutes Neuland betreten und da so ein bisschen rumprobiert. Und muss ehrlich sagen, das hilft mir am besten. Da brauche ich keine Kümmelzäpfchen mehr, keine Kümmelsalbe, die bei uns sowieso nicht geholfen hat. Die Saabtropfen haben bei uns auch nicht geholfen. Deswegen, also ich bin dann eher mehr so ein Hirsekisschen auf dem Bauch, wenn es mal Probleme gibt. Aber wie gesagt, jetzt weiß ich, für den Stuhlgang hilft sehr gut, ein mildes Öl reinzumischen und die Sache läuft. Also ihr Süßen, bis ganz bald. Sag doch mal Tschüssi.